Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hinterkaifeck bei Chantal. Ich gehe lieber dreschen. Das Elend kann ich mir nicht mit angucken. So. Den Burschen hänge ich mal ab. Ich kann jetzt auch wieder meine Maschinen bremsen. Ich habe die Bremsen reparieren lassen. Mal gucken. Ui. Steht aber ein bisschen ungünstig jetzt. Schon mal anhängen. Hups. Oh nee, jetzt hängt dieser blöde Dingens da dran. Das kann ja wohl nicht angehen. Geh weg, Anhänger. So, Sorghum hier. Gibt's da Dingens? Nee, wa? Gibt's da Stroh? Ich schalte die Stroh-Ablage mal an. Und renn ins Feld. Ist hier vorne jetzt weggenommen oder nicht? Ja, ist weg. Was macht die denn da? Ja, schön ausheben. Ich meine, wenn die nicht gerade aus Müllers Brutstätte kommen würde, wäre die ja ganz in Ordnung, ne? Muss man ja mal so sagen. Aber gut, seine Verwandten kann man sich nicht aussuchen, ne? Du wirst einfach vom Kreißsaaltisch geschmissen und dann sagt der Arzt, also, das ist deine Mama und das hast du zu akzeptieren, ne? Bis du dann laufen kannst, ist eh alle zu spät. Ich muss aber sagen, das Feld hier ist ja in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Junge, 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 was ist das? Eine miese Ernte, die hier runterkommt. Zeug kannst du nicht mal als Vogelfutter gebrauchen. Schuster. Ja, hier ist der Jungbauer. Servus. Was willst du? Boah, was staubt das hier, du? Hol dir mal, ist das dein Schneidwerkswagen, der da mitten in der Pampa steht? Das kann nicht sein. Jo, der ist voll im Weg. Meiner steht auf der Straße. Bin jetzt voll neibrettert, weil ich den nicht gesehen hab. Ja, wo guckst denn du hin beim Fahren, sag mal? Ja, hab zur Chantal übergeschaut. Und dann hat sie mal so, und dann hat sie ein bisschen geknüschelt und so, und dann, Was hat die? Es hat ein bisschen geknüschelt im Drecke. Ach so. Und dann ist eng geworden, so, du willst sagen, es ist eng geworden unterm Lenkrad. Ja, ja, und dann habe ich irgendwie so einen Schneidwerkswagen unter dem Butterreifen. Ah, Junge, 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 Junge. Was meiste du hat dein Zeug überall in der Gegend rum? Den habe ich da sauber abgestellt, den habe ich nicht rumgeschmissen. Na, sauber abgestellt, das schaut aber für mich ganz anders aus. Und wo hast du deinen Führerschein gemacht? Hat dir dein Fahrlehrer nicht gesagt, du sollst beim Fahren auf die Straße gucken und nicht nach irgendwelchen Chantals? Nach was soll ich gucken? Ja, auf die Straße. Was ist denn das? Auf den Verkehr sollst du achten. Aber nicht auf den Verkehr, sondern auf den anderen. Auf welchen Verkehr hier in Hinterkaifeck gibt es dann keinen Verkehr? Ja, aber es könnten Schneidwerkswagen auf der Straße stehen. Ja, aber nur wenn der Schuster unterwegs ist. Naja, und der Schuster ist ja nun mal unterwegs. Immer Herrgott, zack, Zement. Auf jeden Fall ist mein schöner Deutz kaputt und das zahlst du mir. Ich? Ja, natürlich. Nee. Und wer zahlt mir einen Schneidwerkswagen?
du hast das Ding doch da so beschissen. Ja, und wer ist da reingefahren? Ja, wenn du keine Verkehrsbehinderung verursacht hättest, wäre ich da auch nie reingefahren. Ich behindere nie beim Verkehr. Das klappt immer ganz wunderbar. Ein schöner neuen Reifen aufgeschlitzt. Das ja, das Pech gehabt. Ja, nix hat Pech gehabt. Und diesen Schrotthaufen von Schneidwerkswagen, wer bezahlt den, hä? Weihnachtsmann? Ja, selber Schuld. Ja. Nee, ich heiße nicht Schulz, ich heiße Schuster. Ich sag dir selber Schuld. Ja, ich sag ja, ich heiße nicht Schulz, sondern Schuster. Und ein Schuster, das solltest du aus der Vergangenheit noch wissen, ne, aus Müller-Zeiten, ein Schuster hat immer recht. Das ist Paragraph 1 hier. Ja, das bildete sich vielleicht noch ein, aber die Zeiten von damals, die waren einmal. Und sollte ein Schuster mal nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ja. Schön wär's, ne, Schuster. Das ist so, Jungbauer. Ja. Da geht's ja? Dann noch ein, hast du recht. Du sollst nicht immer nach den jungen Mädels gucken. Ja, wenn da schon mal Frischfleisch ins Dorf kommt, nicht? Hallo. Und du hast gesehen, nicht? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort, ne? Ja, das sieht man ja bei dir, ne? Nee, mir schenkt er immer jeden Tag schönen frischen Messer. Sag mal, was staubt das hier so? Alter, Verwalter. Es regnet, es hat ja schon seit Wochen nicht mehr geregnet hier in dem Nest. Meine Uhr steht schon wieder. Wie spät ist das eigentlich? Ist ja unglaublich. Meine steht da. Junge, wir haben auch nur Schrott hier, du. Nicht mal eine gescheite Uhr. Du, ich habe letztens eine nette Frau kennengelernt, du. Na. Ja. Dass du was Nettes ja. Kennst. Und dann wollte ich ihr ein Kompliment machen. Da habe ich gesagt, Mensch, du hast aber ein richtig sexy, schönes Shirt an. Und dann meint sie dann so, ja, gefällt dir das? Ich habe auch nichts drunter, sagt sie. Und ich sage, ach, sag ich, das wächst bestimmt noch. Da ist sie aufgestanden und gegangen. Ich weiß nicht, warum. Oh. Ja, du hast sie mit Sicherheit falsch verstanden. Ja, das kann sein. Was Chantal mal fragen, ob das so ist. Ja. Das meine mit Funk... dem Reut schaut ja auch nicht ganz gesund aus bei der, oder? Mit dem was? Das mit dem Heu schaut ja bei der auch nicht ganz gesund aus. Ich habe keine Ahnung, was die da macht. Ja, ich auch nicht, aber der, wie gesagt, gesund schaut's nicht aus. Man, das sieht aus, als wenn sie Durchfall auf der Wiese liegen hat. Aber bei mir sieht das komischerweise auch nicht anders aus. Ich weiß nicht, was mit dem Gras los ist. Weil ihr es nicht kennt. Aber das passt schon. Ich hab genug Gras, mir langt's. Wie nicht kennen? Der eine Halm heißt vielleicht Herbert, der andere Heinz und Kurt und... Weil ihr es einfach nicht kennt. Genau so ist es. Ihr könnt's einfach. Ich hab ein Problem. Na, komm ich jetzt drauf? Der Drescher ist tatsächlich voll. Ich habe keinen Anhänger, glaube ich. Oh Mann. Ja, dann wo ist denn von mir? Ich hab doch einen. Weiß nicht, ob Chantal einen hat. Drück mal die Funktaste. Meine ist kaputt. Guck mal, ob die im Funk ist. Ja, Moment. Hallo, ich bin hier bei dir. Oh nein! Das war aber eine schnelle Funktaste. Ich bin nicht am Funk, ich bin bei ihm. Ich stehe hier und schreie nach ihm. Ach so, ich habe nichts gehört. Dominus. Was willst du? Ach so, ich will ja was von dir. Hast du einen Anhänger? Ich gucke nicht. Also einen leeren Anhänger. Ja, bestimmt. Ich habe bestimmt einen leeren Anhänger. Bin gleich wieder da. Ich hätte auch an, aber du willst ja nicht, ne? Nee, du hast meinen Schneidwerkswagen kaputt gefahren. Von dir will ich jetzt nichts mehr. Ja, ich fahre jetzt dann gleich nochmal dagegen, wenn ich wieder fertig bin und vom Acker runter vor. Dann fährst du dann den anderen Reifen eben auch noch kaputt. Ja. Kann ich da zwei Reifen in Rechnung stellen? Passt doch. Das kannst du vergessen. Ja, ein Schuster zahlt keine Rechnung. Ja, aber Sigi zahlt ein Schuster eine Rechnung. Das träumst du von. Ja. Willst du gar nicht wissen. Ich sag ja, da träumst du von. Na? Wem willst du das denn? Wer soll das denn? Sollte das denn im Zweifel hier für dich einklappen? Wir sind die Letzten hier.
meine, wir könnten eine Runde boxen in der Kneipe oder so. Das können wir machen. Na, ich schlag keine alten, gebrechlichen Männer. Du bist auch nicht jünger. Nun hören wir mal auf hier. Nur weil du Jungbauer heißt, ne? Ja, genau. Der ist trotzdem junge Bauer. Weißt, bist du trotzdem ewig, Altbauer? Ich bin immer jung. Ja, ja. Nee. Also wenn ich meinen Anhänger wiederfinde, ne, dann bin ich gleich da. So. Oh, was habe ich denn da drin? Da muss ich noch das da reinkippen. Die Frau, also der braucht von einem Anhänger, wo er was reinfüllen kann und nicht den, was man um den Hals hängt, ne? Also den Anhänger braucht er nicht. Ach so. Na gut. Ich mach den Weizen schnell hier raus. Weizen kannst du mitbringen, da können wir lecker trinken hier auf dem Drescher. Den habe ich jetzt den Hühnern gegeben, die noch gar nicht da sind. Aber irgendwie ist hier Deutsch doch eine verkehrte Welt, ne? Ja, am Tage heißt es der Weizen und, ne? Und das Korn, ja, ne? Und abends der Korn und das Weizen. Ja, ja. Das verstehe, wer will. Ja, mit dem einen ist es Getreide gemein oder mit dem anderen ist es Bier gemein. Oh. Jetzt ist da noch Weizen drin, oh Scheiße. Na, Weizen, nicht Scheiße. Hoffentlich. Ich hab mich irgendwie verfriemelt wieder. Irgendwie verfahren und bin eingesperrt. Müller, ne? Also man merkt den Stammbaum zum Müller, ganz ehrlich. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Ich meine, der Müller ist ja auch nie weitergekommen als hier seine Wiese, ne? Ja. Weil woanders. Ich komme ja nicht mal zur Wiese, ey. Also wäre er woanders hingefahren, der wäre nie wieder nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht, wie der das in Amerika gemacht hat. Vielleicht hat er sich schon längst irgendwo hin verfahren und. Naja, in Amerika ist ja auch nicht gut gegangen, habe ich gehört, ne? Nee, wollte nicht. Erzähl mal. Ja, irgendwie hat er sich dann einen Hof gekauft. Die Mitarbeiter, die auf dem Hof waren, alle total gaga, total blemblem. Ja, jeder hat irgendwie gemacht, was er wollte. Das finde ich gut. Tolle Truppe. Am Ende hat er sich dann noch mit dem Lohnunternehmer angelegt und mit dem Landhandel und dann war es ja Ende Gelände, ne? Dann war ja Schicht. Boah, jetzt fängt das an zu regnen. Ich glaube das ja wohl nicht. Ja, gut. Also der hat ja da in Amerika anscheinend richtig Probleme gehabt. So von wegen hier, ich bin ja jetzt da und ich bin der Farmmanager und ihr arbeitet alle für mich, wie ihr es hier auffordert, ne? Also hier so Bankerausbildung und ich manage, ihr arbeitet. Das hat da drüben auch nicht so wirklich funktioniert. Nee, wa? Da muss ich jetzt aber mal was anders machen. Was habe ich denn Sorghum hier, so habe ich drauf, wa? Verkauf Agrarhandel Meier und Meier. Wo ist denn der Himmelgönnerwetter? Mal ins Navi gucken, wo der sein soll. Bring deinen Schneidwerkswagen in Sicherheit, ich komme jetzt. Ich muss jetzt erstmal schnell mein Zeugs hier wegfahren, bevor das nass, richtig nass wird hier. Also mich siehst du nicht, weil ich kann einfach hier nicht raus. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann den auch nicht zurücksetzen. Junge Mädel, was machst du denn immer? Ich guck mir das nachher mal. Ich guck mir das nachher mal an, aber ich bringe jetzt erstmal hier meine Sorghum hier so weg. Wir wollen doch mein Gras auch machen. Es regnet. Ja, bei Regen brauchst du kein Gras machen. Jetzt ist alles nass. Ja, es wird doch Silage, die darf doch nass sein. Silage darf nicht nass. Silage, Silage, da kommt Milchsäure drauf und dann gärt es in Folie. Genau. Silage musst du in Folie wickeln, meine Güte. So wie Sauerkraut, weißt du? Und kennst du Sauerkraut? Und dann gärt es, wenn es warm ist und dann hast du irgendwann Silage. So, wenn es jetzt auf dem Feld nass liegt, wird es kein Silage. Ich muss ja mal sagen, ne, dieser Drescher hier, der ist ja im Innenraum, der ist ja richtig leise, ne? Da hörst du ja nichts, wenn der fährt. Ja, aber wenn es jetzt drängt, ne, was machen wir dann? Ja, ich weiß nicht, warten, irgendwas trinken oder so, in eine Kneipe gehen.
Ja, das klingt gut, weil ich bin jetzt mit Giftspritzen fertig. Ja. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erst gerade die Hirse verkaufen fahren. Da muss ich jetzt halt mit dem Drescher direkt hin, bevor das, wenn das da oben alles reinregnet, das geht nicht. Das ist, ne? Er muss den Drescher halt unterstellen, ne? Nee, ist ja eh voll. Kann ich auch direkt hier zum. Ich hoffe, ich komme da ran mit diesem, mit dem Rüssel da an diesen Verkaufspunkt, wo er das immer hinhaben will hier. Mal. Ja, dann schau ich jetzt mal nach der Schandball. Ja, guck mal, was die da macht hier. Mal. Wieso kann ich keine Superstärke anmachen? Weil du Was gar ist keine denn noch? Superstärke hast, weil du nicht in der Kakaodose geschlafen hast. Ja, genau. Wenn du keine Flohzwecke essen tust, hast du auch keine Genau, Superstärke. eben. Da ist noch Korn drin, das muss raus auf meinen Hänger. Aber der hängt im Baum. Nee. Wieso hängt ein Traktor im Baum? Ich will gar nicht fragen, was da schon wieder los ist, ey. Mein Müller, Anhänger hängt im Müller. Baum. Typischer Müller. So, wo haben wir da am? Wo sind wir jetzt, Frau Chantal? Ich weiß es nicht. Ich bin hier hinterm Hühnerstall. Oh weh, oh weh. Hinterm Hühner. Was? Das muss Hier, ich mir gleich hallo. angucken. Da kommt's vorgekippt. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. So, lass mal sehen, deine ganze. Der hängt Dein da drin. Malheur. Bist gut versichert, oder? Der hängt einfach da fest. Ich krieg den nicht Bist mehr raus. gut versichert, ja oder nein? Weiß ich nicht. Das langt mir. Boah, ey, ich kann nicht klappen, solange mein Rohr ausgefahren ist. Du kannst dir das vorstellen. Oh. Eieieiei. Ja, So. Chantal, jetzt häng ja mal an da, das Gerät. Okay. Wenn du meinst, dass das so geht. Du hast den ja voll über den Zaun drüber gehängt, oder? Das ist ja ein Zaun, oder nicht? Nee, da war ein Baum gehangen. Da ist noch ein Zaun. Ja, du hast ihn ja jetzt runtergeschoben zum Ja, Zaun. das ist halt jetzt für ein Gerücht, dass ich das war. Ich komme mal mit dem Drescher, vielleicht kann ich dich wegschieben. Typischer Müller-Move. Ja, Das ist das ist, man merkt, irgendwas ist. auch wenn sie lauter oder leiser oder wie auch immer heißt, ne, dann ist, man merkt die Wurzeln. Man merkt die Wurzeln. Ja, du hast so dieses Dogma. Ich komm da nicht dran, Mann. Boah, hast du einen Frontlader? Jetzt. Ja, also, ja, das sagt sie, kommt nicht ran, Freiliger ist. Stellt sich schon wieder. Ach, Mann. Unglaublich. Unglaublich. Mach die Plani zu, Madel, es renkt doch. Genau, der ganze Korn wird nass. Das Und kannst du jetzt? dann. Ja, jetzt kannst du dein Weizen entweder verkaufen oder du fährst in dein Silo oder ja, keine Ahnung. Das sind nur noch Kornpampe. Ja. Habe ich Das überhaupt. hat's jetzt, weil die hat ja den Hänger samt offener Plane schön im Ring. Ja, ich bin noch einigermaßen gut hingekommen. Das hat noch funktioniert. Oh weh, kommt der Schuster. So, trinken wir bei der Chantal ein, oder was? Ach so, nee, wir fahren zur Kneipe. Oder bei der Chantal, wo wollen wir einen trinken? Ja, jetzt sind wir schon mal bei der Chantal, jetzt trinken wir Ja, bei der kann ich auch. Chantal. Warte mal, dann fahre ich hier über die Wiese, hier mal einmal wenden und hier rum. Hier Dänsche kaputt fahren hier. So. Und ich quetsche mich da mal an dem Drescher vorbei, wenn ich Eieiei. vorbeikomme. Eieiei. Oh, Oho. ja. Oh, Ich passe hier nicht durch, ohne den zu touchen, glaube ich. aber ich. Der bin Ah. fetter als ich. Mal gucken. Oh Okay. nee, das geht nicht. Der macht Männchen. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Vielleicht kann ich. Ach, ich parke einfach hier hinterm Lexion, oder? Ich habe einen perfekten Parkplatz für mich. Ja. So. Wunderprächtig. Oh, der steht ja traumhaft drauf. Wo ist denn die Chantal? Da Na, habe ich was. Chantal, ja, wo ist denn da?
Na, hier, in, boah, hier mal in den Stall gehen hier. Das ist ja Eis. Boah, scheiße. Ja, bleib doch mal da. Das ist, das regnet ja. Puh. Hör mal, das regnet. Ich hätte auch gehen können. Hör mal, das regnet. Ich bin schon ganz feucht, weißt du. Was? Was soll denn die Sandal da sagen? Die ist ja auch ganz. Ich bin nicht feucht. Durchnässt. Wie bist du? Ganz nass sogar. Boah. Lass ich mich erkälte. Herr, erbarme dich meiner. Ja. Es tut mir leid. Ich löse ihn von den Sünden. Herr, ich habe noch nicht gesündigt, aber wenn das so weitergeht, garantiere ich für nichts. Jetzt haben wir doch mal ein bisschen Zeit, ne? Ja. Ja, für ja, was also genau? Könnten wir jetzt endlich mal ja. über den Pferdestall reden, bitte? Ja, ja. Meine? Reiten? Meine? Tanzen. Was? Du brauchst keinen Pferdestall. Natürlich. Du hast unterschrieben. Was habe ich unterschrieben? Du hast unterschrieben. Gar nichts habe ich unterschrieben. Der Thorsten war dabei, der hat es gesehen. Was habe ich gesehen? Du hast mir selber deine Unterschrift geholt. Gar nichts habe ich unterschrieben. Hast du unterschrieben? Ja, was denn? Dass du mir den Hof überlässt, dafür darfst du meine Felder behalten. Das soll ich unterschrieben haben. Guck, der Herr, das schimpft auch schon. Wer von euch, aber ich weiß noch nicht, auf wen von euch. Meine Oma hat immer gesagt, wenn es gewittert, schimpft der liebe Gott. Auf der Chantal, weil die Chantal erzählt nämlich Lügen. Schuster. Was? Du hast mich angestiftet. Wofür? Wozu? Es zum Lügen oder was? Niemals. Es war mir so klar. Ja, ich hab gar nichts, hab ich gemacht, hab ich. Nee, Leute. Nee. Erwischt. Franz, ich hab doch so große Pläne mit dem Pferd. Zwitschert wohl bei euch im Hirn. Schön. Das ist schön, dass du so große Pläne mit dem Pferdestall hast. Machst du das gerne? Was? Mir Frauen zum Wein bringen wollen oder so. Ah, du weinst doch nicht. Also ist noch nicht so schlimm. Erst wenn ich alleine bin. Noch weinst du nicht, also kann es noch nicht so schlimm sein. Was soll ich denn noch machen, Thorsten, dass ich diesen blöden Pferdestall bekomme? Ja, der ist nicht so wie ich. Ich kann immer weinen. Jetzt weine ich gleich mit. Ich kann das, ja. Aber ich habe keinen Grund dazu. Aber ich. Ein Schauspieler vor dem Herrn. Komm hierher, weil ihr hier so ganz alleine seid. Kauf hier diesen Hof. Ja. Für viel zu viel Geld. Ja, da bist du selber schuld. Und leiste euch Gesellschaft und helf euch sogar. Und dann darf ich nicht mal den Pferdestall kaufen. Aber wenn du deinem Opa die Kohle in den Arsch schiebst, ne, dann bist du ja selber schuld. Die macht doch nichts. Ich wusste da ja noch nicht, dass es mein Opa ist. Und der hat auch dir noch nicht geholfen. Nee, ja, du merkst ja auch nie was, dass du Hilfe brauchst. Ne? Ich würde dir auch helfen. Hilfe. Ich bin der Jungbauer. Weißt du was? Weißt du, was der gemacht hat? Der hat von seiner Schwester, war das die Schwester, die hier war? Die Maximiliane? War die Schwester, ne? Ach. Glaube ich. Ja. Von der hat er einen niegelnagelneuen großen Drescher geschenkt bekommen. Oh. Weil die hatte irgendwo, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen oder so, da kam die, da hat die einen Pferdehof. So. Die hat den niegelnagelneuen Drescher geschenkt. Was macht der Depp, als sie weg ist? Verkauft das Ding. Ja, aber merkst du was, Chantal? Ich muss den Meierfluch brechen. Du dürfst den Pferdehof nicht haben. Warum? Ein Fluch? Nein, jetzt sage ich schon Meier Müller, ne? Mein Gott, wie komme ich denn jetzt auf Meier? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß, warum. Du hast heute Morgen Nachrichten geguckt und hast das hier aus Liebe gehört. Ja, aus Liebe. Ja. Und dann hast du, anschließend hast du selbst, gestern hast du die Nachrichten, genau.
Selbst als du da auf dem Radlader gesessen hast, du hattest ja Albträume. Du hast immer gesagt, Maja, nein, der Baum bleibt stehen. Ja, komm, wie kann man da die Ortschaft so verschandeln? Also, es haben wir eine Base. Alles. Maja ist Politiker. Ja, schön und gut, ne, aber trotzdem, das sind A-Landwirte, ja, jetzt setzt ihr einen Landwirt zwei Windkraftanlagen direkt vor die Haustür. Ja gut, dass wir hier keinen Meier haben. Er muss doch mal vorstellen, der kann doch seine Felder direkt verkaufen. Heftig, ey. Er hat einen ganzen, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, ne? Aber die haben ja in einer Nacht haben die einen kompletten Wald abgerodet. Da siehst du nicht einen Fatzen mehr vor dem Wald. Hier und da guckt noch so ein kleiner Stumpf aus dem Boden. Das war's aber auch. Glaube ich, in die Nachrichten gesehen. Ja, ja. Hör mir auf, ja. Ich habe schon gehört, die Holzen komplett, lieber Winkel wird komplett. Ja, es ist die nächste Ortschaft, wo dann Sturzfluten kommen und hast du nicht gesehen. Hauptsache, der kommt nie nach Hinterkaifeck und wird hier Bürgermeister. Na, bloß nicht. Und schmeißen wir gleich wieder raus. Das soll hier bleiben, wie das ist. Das bleibt hier alles, wie das ist. Also Chantal, erzähl mal, was hast du denn mit den Pferden vor? Ich habe geplant, eine Fohlenaufzucht zu starten. Damit was? Kann man eine Fohlenaufzucht. Damit eine kann man Folienaufzucht? Folien kommen aber nicht von... Fohlen! Aber hör mal. Pferdebabys. Hör mal, Jungbauer. Ja. Schenk mir mal kurz, ne? Lausch mal eben. Hör mal, wenn die da Fohlen aufzieht, ne? Da kannst du schön aus den jungen Fohlen, da kannst du schön lecker Wurst von machen, du. Ja, aber sowas von. Ich schicke ihn nach Lieper, der gibt es eine Schlachterei. Guck, jetzt sagt sie nichts mehr, jetzt will sie keine Fohlen mehr züchten. Ich habe die Schlachterei im Fernsehen gesehen, da sind nur Schweine geschlachtet worden. Oh, da passen auch Pferde rein. Haben die in die Nachrichten auch gezeigt, die Schlachterei. Ja, passen, da passen nur, passen auch Pferde rein. Bloß weil der Doll nur Schweine hält und Schweine schlachtet, heißt es nur lang noch nicht, dass da keine Rinder und keine Pferde reingehen. So ein Fohlen ist... habe ich auch die Weinkellerei gesehen und... Ja, Weinkellerei? Ich habe noch Weinkellerei. Jetzt kommt's. Oh ja, warte, jetzt packt sie. Jetzt packt sie aber aus. Jetzt hat sie Ortskenntnisse hier, du. Was ich noch ganz nebenbei aus den Augenwinkeln gesehen habe, war... Oha. Eine Hanfplantage. Nein! Drei Pflanzen darfst du haben. Ich habe aber ein paar mehr gesehen. So. Nein! Wie drei Pflanzen darfst du haben, hä? Du meinst drei Plantagen, das oder? Das ist, Chantal, das ist nicht ganz richtig. Pass mal auf, da gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Das ist ja im Osten, ist das ja, ne? Da gibt das einen Bauern. Das ist der, wie heißt, Hannes heißt der. Hannes, genau. Und Hannes... Der baut Nutzhanf an. Ja, Nutzhanf. Und für diesen, aber auch felderweise, ne? Aber eins ist richtig, er braucht tatsächlich eine Genehmigung dafür, dass er das darf. Ah ja. Ja, ja, und ja. Ja, und was willst du jetzt uns mit der Hand? Haben wir ja nichts mehr zu tun. Nee. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das gesehen habe. Achso, und willst du da hin und... Hast du irgendwie eine Dokumentation über Lieber gesehen, oder was? Ja, habe ich gesehen. Ja. Eine Dokumentation habe ich gesehen. Ich durfte live dabei sein. Okay. Aber was hat das jetzt mit dem Hühnerstall, mit dem Pferdestall zu tun? Sie lenkt jetzt was ab, weißt du? Aber der Pferdestall ist meiner. Pass auf, die hängt dir gleich die Hanfplantage an den Backen. Da sagt sie, das ist deine. Das wäre fairer Pferdetausch. Ja, nu, Chantal, was hat jetzt die Hanfplantage mit deinen Pferden zu tun? Weiß ich nicht. Ich habe nur erzählt, was ich gesehen habe. Ja, aber wir waren doch gerade bei dem Pferdestall. Warum erzählst du denn jetzt von der Hanfplantage? Ich wollte ablenken, weil ich gedacht habe, dass der Jungbauer dann vergisst, dass er den Pferdestall kaufen will. Sicher nicht. Weil er nur noch Hanf im Kopf hat. Das habe ich aber trotzdem. Guck mal, das ist Müller-Logik. Das Hanfpferde. Hanfpferde. Ja, sure. Das ist Müller-Logik. Der Apfel fällt nicht. Ich bin hergekommen mit der Absicht, hier Pferde zu züchten. Ah. Ja, das ist ja schön. Ja, wenn ich das jetzt nicht kann, dann bin ich ja ganz umsonst hierher gekommen. Na, umsonst nicht. Weil der Hof war recht teuer, hast du gesagt. Ja, den kann ich ja wieder verkaufen.
Ja, find mal einen, der den Preis zahlt, den du zahlt hast. Ach, ich. Vor allem, ich na, umsonst. Schon, ich kann das schon. Ich schaff mein, das schon. Hör mal, du hast uns kennengelernt. Das ist doch schon eine Bereicherung fürs Leben. Also für euch ist das eine größere Bereicherung, dass ich hierher gekommen bin. Warum? In diese Männerwirtschaft. Warum? Ja, weiß ich nicht. Hat's jetzt nicht ganz unrecht. Ja, ne? Ja, was? Ich hab schon gemerkt, wie der Franzl Stielaugen bekommen hat und dann gegen deinen Drescher gefahren ist. Ich hab keine Stielaugen bekommen. Ich fand es nur sehr interessant, was dein du mit Schneider? Deinem... Schneider? Ja, ja. Also, Stielaugen hatte der nicht. Der hatte schon einen Stiel, aber woanders. Ja. Und dann Unfall bauen, ne? Aber wisst ihr was, liebe Leute? Diese Diskussion, die führen wir in der nächsten Folge fort. Lasst ein Däumchen, Abo da, guckt beim Intoxic rein, der nimmt eigentlich auch auf. Vielleicht nimmt der Chantal ja auch irgendwann mal auf, man weiß es noch nicht so genau. Ich bin auch beim Üben. Genau. Und, ja, 6 Wochen hast du noch, Chantal, dann geht's los, dann wird's heiß. Genau, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal, lasst es euch gut gehen. Tschüssi. Und wir suchen noch Mitspieler für LS25, falls jemand Lust hat. Was du alle suchst. Jo, bis dahin. Okay, tschüss. Ciao, ciao.